Hey Compadres, was geht? CryptoGhost am Start und hat ein neues Video für euch parat. Heute schauen wir uns eine neue Kryptowährung an, die meiner Meinung nach richtig Potenzial hat. Die Kryptowährung hat schon bisher mehrere X gemacht, aber findet bis heute immer noch kein Ende und fliegt immer to the moon. Es geht um Stepin. Das Gute ist, dass man diesen Coin bei meinem Partner Binx kaufen kann. Und wenn ihr euch mit meinem persönlichen Code anmeldet, den ich euch in der Beschreibung bekannt gebe, bekommt ihr von mir 10% auf die Gas Fees. Sollte euch das interessieren, dann bleibt gerne dran und zieht euch mein Video bis zum Ende rein. Freunde, nehmt den Algo-Hops mit Kommentaren, gebt dem Video ein Like und mir ein Abo, der Glocke eine Schelle, dass ich schnell wie in der Küche. Jetzt holt schon mal Popcorn, denn jetzt kommt das Intro. Compadres, Muchachos, Freunde, Investoren und Investorinnen, kommen wir zum Videoinhalt. Stepin, was ist das und wofür ist das gut? Stepin ist ähnlich wie das Projekt Carlo App, was ich auch vor einiger Zeit präsentiert hatte. Nachdem ich darauf aufmerksam gemacht hatte, hat Carlo einen Moonshot nach dem anderen gemacht. Das Video dazu verlinke ich euch oben in der Ecke. Schaut es euch gerne an. Nicht deswegen, weil ich es präsentiert habe, sondern ich habe halt einen guten Call gemacht. Genauso wie bei Lucky Block Coin. Bevor hier jemand wieder sagt, als ob du mit deinen mickrigen 500 Abonnenten was bewirken kannst. Nein, das ist nicht damit gemeint. Ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mehr nicht. Stepin ist genauso wie Carlo App auch. Das Ziel ist, dass fetten Menschen wie mir mich dazu zu bringen, mich mehr zu bewegen. Kurz und knapp, ohne großes Gerede, es soll die Menschen zu einem gesünderen Lifestyle verleiten. Ein Move-to-Earn-Projekt. Ob man seinen Lifestyle erst gesünder gestalten muss, nachdem man was dafür bekommt? Ganz einfach, ja. Nein, nicht wirklich. Aber es könnte auf jeden Fall ein Antrieb dafür sein. Bei Stepin handelt es sich jedoch um eine Web3-Lifestyle-App mit Social Finance und Game Finance Elementen, bei dem Spieler durch Gehen, Joggen, Laufen oder Trainer sein in freien Belohnung verdienen können. Und ich muss mich hier korrigieren. Ich war der Meinung, dass Carlo App das erste Projekt ist, was Move to Earn anbietet. Mittlerweile gibt es aber mehrere solcher Projekte. Stepin, Step und Carlo App. Ich kannte aber vor Carlo App die anderen Projekte nicht. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehr gibt. Ist ja auch egal. Move to Earn bedeutet nicht viel mehr als bewege dich, um zu verdienen. Und genau das ist auch so, wenn du dich bewegst, erhältst du Geld dafür bzw. Coins. Die Bedingung dafür ist, dass du ein Sneaker-NFT kaufen musst, um dich dann auf deine Reise begeben zu können. Es gibt verschiedene Sneaker, du kannst frei aussuchen, welcher dir am besten passt. Du musst aber auch darauf achten, ob du eher gehen, joggen oder laufen willst. Durch das Gehen, Joggen oder Laufen erhältst du dann Spielwährung, die du entweder weiter im Spiel benutzen kannst oder du lässt das Geld einfach auscashen. So viel zum Projekt. Gehen wir mal ins Detail und schauen wir uns dann natürlich mal die Game Finance Elemente in Ruhe an. Unter dem Baustein Game Finance Elemente hast du mehrere Spielmodis. Auf der einen Seite den Solo-Modus und auf der anderen Seite den Marathon-Modus. Dann hast du noch auf einer anderen Seite den Hintergrund-Modus. Ich weiß zwar nicht auf welcher Seite, aber auf jeden Fall auf einer anderen Seite als die anderen beiden Modis. Mache hier einen Flusstick heute, ich habe heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Auf jeden Fall, beim Solo-Modus sind die Runner mit NFT-Turnschuhen ausgestattet. Diese musst du natürlich schon vorher besitzen, indem du dir eins kaufst. Auf dem Bildschirm in der App wird dir entweder Laufen oder Gehen angezeigt. Sollte die App erkennen, dass deine Bewegungen nicht normal sein sollten, weil du in einem Jumbo-Jet fliegst oder in einem Rennboot unterwegs bist, dann wird dir die App wahrscheinlich Energie abziehen und GST verdienst du dadurch nicht. Das heißt, wenn du ein Betrüger bist, wird das Anti-Cheat-System das merken und du bekommst nix, nada. Also, wenn ihr auf die Idee kommt und denkt, ihr seid schlau und könnt es versuchen, eine Zap-Sarap-Aktion zu starten, sage ich euch jetzt schon mal, das funktioniert nicht. Die App wird dir dann den Status Moonworking anzeigen, sollte dies der Fall sein. Ihr solltet auch darauf achten, dass ihr gutes Netz habt. Sollte es weiß sein, dann hast du kein GPS. Rot bedeutet schlechtes GPS und grün ist für starkes Baba-GPS-Signal. Ihr müsst auf jeden Fall auch darauf achten, dass ihr Energie habt. Nachdem ihr ein Sneaker-NFT erworben habt, könnt ihr mit dem Laufen direkt beginnen. Jede 6 Stunden wird die Energie dann mit 25% wiederhergestellt. Also wenn du jetzt im Irrglaube bist, morgen mit deinem Kollegen von Deutschland nach Nicaragua zu laufen und denkst, du wirst dadurch reich, weil du früh in Rente gehen willst, dann muss ich dich leider auch hier enttäuschen. Du musst immer darauf warten, dass du genug Energie hast. Hast du keine Energie, bekommst du auch keine GSTs, weder GMTs. Aber wie groß ist die Belohnung? Bevor wir diese Frage beantworten können, müssen wir erstmal definieren, was ist GST und welche Tokens noch diesem Projekt angehören. Wir haben zwei verschiedene Token,
Einmal den GST-Token, der als Spieltoken klassifiziert wird. Und den GMT-Token, der als Governance-Token ernannt wurde. So, jetzt willst du natürlich wissen, wie viel Geld du dadurch verdienen kannst. Denn keiner macht das einfach so, weil ihr wisst, Sport ist Mord. Diese Frage ist eigentlich nicht mal so einfach zu beantworten, weil es von mehreren Faktoren abhängig ist. Um genau zu sein, von 4 Stück. Art des Sneakers. Die Belohnungen für jeden Sneaker sind unterschiedlich. Sneaker-Effizienz-Attribut. Je höher die Effizienz, desto mehr mit GST wirst du belohnt pro Minute. Die Benutzer können GST nur von Level 0 bis 29 verdienen. Ab Level 30 kannst du dann frei auswählen, ob du GSTs haben möchtest oder mit GMTs Tokens belohnt werden möchtest. Sneaker Komfort Attribut, der dritte Faktor. Je höher der Komfort, desto mehr GMT werden pro Minute verdient. Den Komfort kannst du immer weiter verbessern. Faktor 4, Bewegungsgeschwindigkeit. Um die Einnahmen zu maximieren, sollten Benutzer innerhalb des optimalen Geschwindigkeitsbereichs ihrer jeweiligen Sneaker bleiben. Wenn ein Benutzer diesen Bereich unter- oder überschreitet, werden seine Einnahmen je nach Geschwindigkeitsabweichung vom optimalen Bereich um bis zu 90% reduziert. Denn du musst von Anfang an aussuchen, ob du nur gehen, joggen oder laufen willst, wie ich schon am Anfang erklärt habe. Es macht dann also keinen Sinn, als Jogger anfangen zu laufen, weil dein Sneaker wahrscheinlich nicht dafür geeignet ist. Du gehst ja auch nicht mit deinen Timberland Boots bei McFit aufs Laufband, oder? Als Walker bei einer Geschwindigkeit von 1 bis 6 km/h erhältst du zumindest, wie es hier auf der Seite angegeben ist, 4 GSTs. Als Jogger bei einer Geschwindigkeit von 4 bis 10 km/h bekommst du 5 GSTs. Als Runner oder Läufer bei einer Geschwindigkeit von 8 bis 20 km/h bekommst du 6 Stück. Und als ein Trainer bei einer Geschwindigkeit von 1 bis 20 bekommst du 4 bis 6, 25 GSTs. Ich glaube, das ist die beste Variante, die man aussuchen kann, weil du dann halt entscheiden kannst, ob du laufen, joggen oder gehen willst. Anscheinend ist das in dieser Variante möglich. Bei allen eben erwähnten Varianten geht ein Energiepunkt drauf. Wenn ich alle Punkte einzeln erklären müsste, dann würde das Video gar kein Ende finden. Hier wird noch detailliert aufgeklärt, welche Sneaker-Typen bezogen auf die Quali es gibt und welche Level es gibt. Kurz und knapp sage ich aber, du kannst den Level deines Schuhs erhöhen, indem du GST-Token verbrennst, also burnst. Selbstverständlich, je höher dein Level, desto besser ist dein Verdienst. Ich verlinke euch die Seite in die Beschreibung, da könnt ihr euch alle Details auf jeden Fall durchlesen. Es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Gehen wir auf den zweiten Modus ein. Schauen wir uns den mal an, den Marathon-Modus. Es wird hier zwischen zwei Marathons unterschieden, einmal den wöchentlichen und den monatlichen Marathon. Bei den wöchentlichen Marathon findet es, wie der Name schon sagt, wöchentlich statt und dauert eine Woche an. Na, was ein Zufall. Man kann hier an einem 2,5 Kilometer, 5 Kilometer oder 7,5 Kilometer Marathon teilnehmen in der Woche. Du kannst aber nur an einem Marathon teilnehmen. Das heißt nicht, dass du gleichzeitig in der Woche einmal an den 2,5 Kilometer Marathon teilnehmen kannst und gleichzeitig aber auch beim 5 Kilometer Lauf mit dran teilnehmen kannst. Es muss immer einer absolviert werden. Beim monatlichen Marathon kannst du zwischen 5, 10 oder 15 Kilometer teilnehmen. Auch hier kannst du nur an einen der drei eben erwähnten teilnehmen. Um an diesem Marathon teilnehmen zu können, müsst ihr euch 24 Stunden vor Beginn unter dem Tab Marathon Tab registrieren. Anschließend erhält ihr eine Benachrichtigung im Questlog, wo ihr euch auch bestimmte Ziele setzen könnt, um die Fortschritte zu verfolgen. Sobald du deine ausgewählte Laufstrecke hinter dir hast, bekommst du eine Benachrichtigung, dass der Marathon beendet ist. Sollte während des Marathons dein Schuh kaputt gehen, hast du Pech und musst darauf warten, bis der Marathon zu Ende ist. Dann erst kannst du deinen Schuh reparieren. Der Gewinnpreis ist ein goldenes, silbernes oder ein NFT-Abzeichen in Bronze. Und zusätzlich erhält man noch GST oder GMTs, je nachdem, auf welchem Rang du bist. Für die restlichen Teilnehmer gibt es einen Trostpreis in Form eines normalen NFT-Teilnahmeabzeichen, damit du dich nicht als Loser fühlst. Dieser Modus ist noch in der Entwicklungsphase und ist noch nicht parat. Dann haben wir noch den letzten Modi, und zwar den Hintergrundmodus. Während die Steppen-App nicht aktiv genutzt wird, können Benutzer weiterhin GST verdienen. Solange der Benutzer einen Sneaker in der App hält, hält der Hintergrundmodus die Schritte direkt aus der Gesundheitsdaten-App deines Mobilgeräts. Bei Android-Smartphones ist es zum Beispiel die Google Fit App, die auf 3000 Schritte pro Tag begrenzt ist. Diese Einnahmen sind fest nicht von Effizienz oder anderen Boni betroffen und werden nicht zur täglichen GST-Obergrenze hinzugerechnet. Auch dieser Modus ist laut dem White Paper noch in der Entwicklung. Dann kann man noch die Schuhe prägen und durch Zucht neue Schuhboxen erstellen, die ein neues Schuhpaar beinhalten. Und das, indem sich zwei Benutzer mit demselben Schuh treffen und die Schuhe paaren lassen. Das kann man maximal 7 Mal machen pro Sneaker. Je öfter der Schuh gebankt hat, desto mehr ist
der Schuh an GST oder GMT-Token wert. Ist dein Schuh also ein Playboy, hast du für die Zukunft ausgesorgt. Gehen wir nun auf die Verdienstobergrenze bzw. Verdienstmechanismus ein. Solo-Modus, Verdienstobergrenze. Der Solo-Modus hat sowohl eine tägliche Energieobergrenze als auch eine tägliche Token-Obergrenze. Diese Limits beschränken die Menge an Energie und Token, die Benutzer pro Tag haben können bzw. verdienen können. Tägliche Energieobergrenze. Benutzer starten das Spiel mit 2 Stück. Maximale Energieobergrenze bei 20 Stück. Benutzer können ihre Energie erhöhen, indem sie mehr oder hochwertigere Turnschuhe kaufen. Tägliche Token-Obergrenze. Benutzer beginnen das Spiel mit einer täglichen GST-Obergrenze von 5 Stück. Die tägliche Token-Obergrenze liegt bei 300 GSTs und 15 GMTs. Auch hier können die Benutzer ihre tägliche Token-Obergrenze erhöhen, indem sie ihre Sneakers verbessern. Was auch noch möglich ist, dass du auf dem Marketplace deine NFT-Turnschuhe abzeichnen und Edelsteine mieten, leasen oder verkaufen und kaufen kannst. Wir haben einmal das Handelssystem. Benutzer können NFT-Turnschuhe, Schuhkartons und Edelsteine, mit denen du deine Sneakers verbesserst, auf dem In-App-Marktplatz kaufen und verkaufen. Innerhalb des Marktplatzes hast du auch eine Mietfunktion. Benutzer, die etwas mieten möchten, können das auf dem Marktplatz. Sie müssen einen Mietantrag stellen und nachdem sie mit einem Mieter zusammengebracht wurden, den Mietbedingungen des Mieters vollständig zustimmen, bevor die Miete genehmigt wird. Jeder Mietvertrag hat eine Laufzeit von 24 Stunden. Danach wird der Sneaker an den Besitzer zur Reparatur zurückgeschickt. Ein Mietvertrag kann sich je nach Bonität des Mieters auf bis zu 7 Tage erstrecken. Die Nichterfüllung der im Mietvertrag festgelegten Bedingungen führt zu einem Abzug von 1 Stern von der Kreditwürdigkeit des Mieters. Immer wenn ein Mieter eine Sitzung im Solo-Modus abschließt, verteilt der Smart Contract die Einnahmen gemäß dem Mietvertrag. Die Mieter- und Pächter-Einnahmen sind fest. Das System belohnt Mieter mit 0,1 Credits pro erfolgreich erfüllten Mietvertrag. Dann haben wir noch ein Kreditsystem. Mieter müssen eine Reihe von Quiz ausfüllen, um ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Sobald ihre Bewertung 2 von 5 Punkten erreicht, können Sie mit der Vermietung beginnen. Dieser Prozess stellt sicher, dass Sie alle Grundlagen der App verstehen und verhindert, dass Mieter die App zu wenig nutzen oder bzw. missbrauchen und keine Renditen erzielen. Zum Beispiel laufen auf einem Laufband oder gehen mit einem Läufer-Sneaker. Die Kreditwürdigkeit ist auf 5 von 5 Punkten begrenzt. Auch die Tokenomics sind nicht so einfach zu erklären, da diese von Zeitraum zu Zeitraum variieren. Also die Verteilung variiert hier. Es macht jetzt keinen Sinn, darauf einzugehen. Ihr könnt euch das auf der Homepage einmal anschauen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass die Anzahl der GST-Token unbegrenzt und die Gesamtanzahl der GMT-Token auf 6 Milliarden begrenzt. Schauen wir uns die Roadmap an, lassen wir das, was in der Vergangenheit geschehen ist, weg und gucken uns das an, was ansteht. Im jetzigen Quartal Q2 stehen an ein In-App-Wallet-Upgrade, Multi-Chain-Wallet-Upgrade und Multi-Chain-Marketplace-Upgrade. In Q3 stehen an ein Leistungssystem, ein Quest-System und das Mietsystem. In Q4 stehen an der Online-Marathon und es werden die Social-Finance-Elemente definiert, die man im White Paper noch nicht einsehen kann. Auch ein Community-Event wird im Q4 folgen. Wenn wir hier runterscrollen, sehen wir die einzelnen Teammitglieder und Berater des Teams. Wenn wir weiter runterscrollen, sehen wir auch die einzelnen Partner, unter anderem Binance und Solana Ventures. Eine Frage von mir an die Entwickler: Wie komplex soll euer Projekt sein? Die Antwort der Entwickler: Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, aber sehr umfangreich. Sehr, sehr umfangreich und komplex. Aber man hat ja gesehen, wie erfolgreich zumindest der Preischart ist, weil wenn wir uns CoinMarketCap mal anschauen, was da mit dem Preis geschehen ist, das ist unglaublich. Schauen wir uns mal den Preis auf CoinMarketCap an. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Begonnen sind wir bei 11 Dollar Cents und wir sind zurzeit bei 3,70 Dollar. Heute allein hat er 33% plus gemacht und das All-Time-High lag laut CoinMarketCap bei 3,73 Dollar. 16 Minuten. Er hat heute mal wieder ein neues All-Time-High gesetzt. Also ihr seht, Leute, das ist ein krasses Projekt, auf jeden Fall, was der Chart angeht. Schauen wir uns mal den GST-Token an. Das war jetzt der GMT-Token. Was macht der? Der Green Satoshi-Token. Ach ja, GST steht für Green Satoshi Token. Jetzt bei 4,49 Dollar, heute nur 2% plus gemacht, beziehungsweise fast 3%. Hat hier irgendwo bei 1,15 angefangen oder wie auch immer. Ist auch krass gestiegen in der letzten Zeit. Beim GST Token war das Allzeithoch oder beziehungsweise Alltime High bei 5,53 Dollar vor 12 Tagen. Und das Alltime Low, beziehungsweise Tief, war bei 0,93 Dollar Cents vor 4 Monaten.
Wie schon am Anfang erwähnt, gibt es Step-In bei meinem Partner BingX. Bei BingX handelt es sich hier um eine noch nicht so alte Krypto-Exchange, die derzeitig am expandieren ist. Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Exchange seid, dann schaut euch gerne BingX an. BingX hat viele Coins, die noch nicht so lange auf dem Markt sind, wie Step-In zum Beispiel. Abgesehen davon könnt ihr dort Social Trading betreiben und erfahrenen Trader folgen und kopieren, was gar nicht mal so schlecht ist für die Anfänger, wie ich es immer sage. Wenn ihr euch mit meinem Code anmelden solltet, bekommt ihr 10% auf die Gas-Fees. Den Code dazu gebe ich euch in der Beschreibung bekannt. Macht euch gerne euer eigenes Bild. Um auch an das Gewinnspiel teilzunehmen zu können, was ich vor ein paar Tagen erwähnt habe, was ich in Kooperation mit BingX machen werde, müsst ihr auf jeden Fall auch bei BingX registriert sein. Das ist einer der wichtigsten und ersten Bedingungen, die euch den Freifahrtschein für das Gewinnspiel erteilen. In den nächsten Videos werde ich euch auf jeden Fall mehr erklären können, worum es bei dem Gewinnspiel geht. Schaut auch gerne bei mir auf Insta vorbei und lasst auch da ein Abo für Q&A. In Zukunft wird es wahrscheinlich mehrere solcher Gewinnspiele folgen. Den Link dazu seht ihr in der Beschreibung. So, Muchachos und Amigas, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne durch ein Like wissen und nehmt den Algo mit Kommentaren aus. Was hält ihr von Step-In? Seid ihr selbst investiert? Gebt mir auch ein Abo und der Glocke eine Schelle, dass sie schellt und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hasta la vista, compadres. Ciao.